Einen schönen guten Abend, liebe Anwesende, liebe Amy Goodman. Wenn man in die Medien schaut, Fernseher anmacht, das Internet geht, auf fast allen Kanälen läuft die Krise in der Dauerschleife, sei es in dem über Kriege, über Terror berichtet wird, die Euro-Krise und natürlich auch die Klimakrise. Und erst vor kurzem haben sich 1500 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 184 Ländern zu Wort gemeldet, um uns noch mal sehr deutlich zu sagen, wenn es darum geht, den Klimawandel und die Umweltverschmutzung aufzuhalten, wir haben keine Zeit mehr. Wir können es uns nicht leisten, auf Zeit zu spielen. Wenn wir uns allein anschauen, was es an Verlust an frischem Wasser gibt, seit dem Jahr 92 um ein Viertel sich das reduziert, die Ausweitung von toten Zonen in Ozeanen ist sogar um 75% gegangen. Kurzum, wenn es um so wichtige Fragen wie Klimagerechtigkeit geht, können wir nicht auf Zeit spielen. Hinzu kommt die Krise des sozialen Zusammenhalts oder, wie Sascha Lobo sagte, der Zerfall des Wirs. Diese Entwicklungen begünstigen Hass, soziale Verunsicherung und ja, das gebiert Monster. Und man muss nicht an Gramsci geschult sein, um zu wissen, dass ich damit jetzt nicht die Monster meine, wie sie in Serien wie Games of Thrones kommen, sondern ich spreche über das, was wir hier als Rechtspopulismus erleben. Ja, wir erleben weltweit eine neue Internationale der Mauerbauer und die reicht von Trump bis Orban. Ich finde, Trump und AfD haben noch was weiteres gemeinsam. Sie setzen einerseits darauf, dass sich jeweils die Länder abschotten. Und andererseits erklären sie all diejenigen, die unterstreichen, wie wichtig es ist, die Klimagerechtigkeit jetzt endlich mit aller Energie anzugehen, erklären sie, dass sie sich irren, sie setzen weiter auf die Produktion von CO2 und das, obwohl wir doch längst alle wissen, die Folgen des Klimawandels werden die Fluchtursache Nummer eins der Zukunft sein. Und wer meint, er könnte jetzt irgendwie bremsen beim Klimaschutz, der produziert einfach eine Welt, wo noch mehr Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Und dieses Zusammenspiel, das denen nicht auffällt, wie zynisch das ist, einerseits sich abzuschotten und andererseits mit der weiteren Produktion von CO2 weitere Fluchtursachen zu produzieren, das spricht viel über ihren begrenzten Horizont. Und spätestens die Klimakatastrophe sollte uns doch eins vor Augen führen, was an sich so selbstverständlich ist. Die Menschheit ist längst eine Schicksalsgemeinschaft. Nichtsdestotrotz bekommen wir hier oft gesagt, das Boot ist voll. Ich halte diesen Leuten immer entgegen, wir die Menschheit, wir sitzen längst in einem Boot. Und deswegen werbe ich dafür, dass überall, wo politische Maßnahmen ergriffen werden, es eine Berücksichtigungspflicht gibt. Wir haben zum Beispiel mal im Bundestag eingebracht, dass es eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht für die gesamte Liefer- und Produktionskette gibt, die auch einklagbar ist. Dass jedes Unternehmen, jede Bank, die hier einen Sitz hat, für all die Taten ihrer Produktionskette, ihrer Lieferkette am Ende in die Pflicht genommen werden kann. Und wenn hier Textilunternehmen sagen, bei Produzenten etwas bestellen, wo Menschen womöglich in den Fabriken verbrennen, dass hier gegen sie geklagt werden kann. Ich finde, das ist eine Form von Berücksichtigungspflicht. Und es sagt viel, dass die Mehrheit im Bundestag genau diese, finde ich, so wichtige Maßnahme abgelehnt hat. Ich will das Ganze, was wir aktuell erleben, nochmal in einen gesellschaftlichen Kontext einordnen. Wir erleben gerade einen Rechtsruck und das ist kein Zufall. Dem ist etwas vorangegangen. In den Nullerjahren haben wir erlebt, dass es eine Art Triumphgeheul des Neoliberalismus gab, der ganz stark nicht nur auf soziale Spaltung gesetzt hat, sondern natürlich Generationen eingetrichtert hat, dass das Verwenden des Ellenbogens, dass der Konkurrenzgedanke das Dominante ist. Und sie haben damit den Boden vorbereitet für den Aufschwung der Rechtspopulisten. Der ist nicht vom Himmel gefallen. Das Schlimme ist, dass die Herrschenden aus diesen Entwicklungen nichts lernen. Wenn ich mir anschaue, was jetzt die Antworten sind, so lauten die, auch das, was gerade aktuell sondiert wird hierzulande, mehr Rüstung, mehr Konkurrenz, nichts beim Kampf gegen Armut. Ich jedoch meine, wer Freiheit und Gerechtigkeit gegeneinander ausspielt, der wird am Ende beides verlieren. Und das heißt, die Moderne wird entweder solidarisch sein oder sie wird nicht sein. Und wenn sich nun die schwarze Ampel hinstellt und sich als modern gibt, dann würde ich sagen, sie sind auf keinen Fall solidarisch. Und das heißt, sie sind am Ende eben auch nicht modern, sondern führen uns nur wieder zurück in alte Barbarei. Konstatieren wir, der Neoliberalismus ist inzwischen in einer hegemonialen Krise.
In zentralen Fragen, die die Debatten dominieren, haben die Rechtspopulisten die Deutungshoheit. Dazu gehört auch, weil wir dann ja auch über kritische und unabhängige Medien reden, dass in Zeiten, wo Themen wie Burka, wovon vielleicht einige hunderte Frauen betroffen sind, mehr Aufmerksamkeit haben als Themen wie Altersarmut, wovon Millionen betroffen sind, es fortschrittliche Ansätze immer schwieriger haben als repressive Ansätze. Und doch sage ich, es gibt keinen Grund zu Defätismus unter uns. Denn die Situation ist offen. Die Situation ist auch deswegen offen, weil es unglaublich Ermutigendes in der Zivilgesellschaft gibt. Für die Weimarer Republik hat Erich Fromm einmal konstatiert, es gäbe eine innere Müdigkeit und Resignation der Demokratie. Das kann ich, wenn ich auf die Zivilgesellschaft schaue, nicht sehen. Allein zwischen 2015 und 2016 sind 15.000 Initiativen im Sinne einer Solidarität entstanden. Wir haben inzwischen europaweit ein Netzwerk von sogenannten Rebel Cities, also Städten, Gemeinden, die sich stark machen für Weltoffenheit und Solidarität. Wir haben europaweite Netzwerke der Hilfe, die auch in Seenotrettung sich begeben. Es gibt also viele Ansätze für eine solidarische Gesellschaft, die vielleicht ein Gedanke eint. Es ist genug für alle da, wenn der Reichtum nur gerecht verteilt wird und wenn wir das Falsche unterlassen. Und zu dem Falschen, was zu unterlassen ist, gehört auch ein weiteres Setzen auf Militarisierung. Also die Situation ist offen, das ist unheimlich manchmal, birgt auch viele Gefahren und vielleicht hören Sie es. Ich komme aus Sachsen, aus Dresden, wo weiterhin wöchentlich rassistische Demonstrationen stattfinden, wo im ländlichen Raum in den Schulen die Toiletten mit Nazi-Aufklebern bestückt sind und die Schulleitung nichts mehr dagegen unternimmt. Also ich weiß sehr wohl aus auch nächsten Erleben um die Gefahren, die eine offene Situation birgt. Und trotzdem sage ich, diese offene Situation hat auch ein Potenzial, das bisher unabgegolten ist. Nämlich das, dass es gelingt, starke, fortschrittliche, gesellschaftliche Linke zu machen, auf der Höhe der Zeit. Und die Linke habe ich hier klein geschrieben, weil es mir bewusst jetzt nicht um eine Partei geht, sondern um etwas Gesellschaftliches, einen gesellschaftlichen Aufbruch. Darin kann vielleicht ich, aber auch meine Partei etwas leisten. Und das, was wir dazu beitragen können, wäre vielleicht in dem Kampf um die Unentschiedenen, die es gibt, einen Punkt stark zu machen. Ich habe gerade kurz im Backstage mit Emi darüber gesprochen. Wir erleben gegenwärtig eine Dreispaltung der Gesellschaft hierzulande. Es gibt zwei Gruppen, die sind ideologisch sehr gefestigt. Das sind die Weltoffenen, für die ganz klar ist, Solidarität, Menschenrechte sind universell. Dann gibt es die anderen ideologisch Gefestigten, das sind Rassisten, die haben einen antagonistischen Widerspruch und das ist der zwischen Deutschen und Nichtdeutschen. Letztere sind nicht zu gewinnen und man sollte das erst gar nicht versuchen, weil man dabei nur sich selber aufgibt. Dazwischen gibt es aber eine große Menge von Unentschiedenen, wo auch im Gespräch es schnell durcheinander geht, sehen sie sich zuerst als Deutsche, zuallererst als Mieter, zuallererst als Beschäftigte, die frustriert sind über befristete Arbeitsverhältnisse oder als Erwerbslose, die gefrustet sind über Hartz-IV-Sanktionen. Und ich glaube, diese Menschen zu gewinnen für fortschrittliche Ansätze gelingt nur, wenn wir wieder stärker soziale Konfliktlinien betonen. Wenn wir deutlich machen, ihre Situation kann sich nicht verbessern, wenn man nach unten tritt, sondern wenn es ein kollektives, mutiges Aufbegehren gegen nach oben gibt und das heißt, sich auch mit Mächtigen und Reichen anzulegen. Und ihr erlebt mich auch deswegen, wissend um all die Gefahren, die es gibt, erlebt ihr mich auch deswegen optimistisch, weil ich finde, es gibt so viel Fortschrittliches, in dem wir anknüpfen können. Paul Mason sprach mal davon, es gibt inzwischen ein neues Weltverständnis, nämlich dass Menschenrechte universell sind, was man gewaltsam aus den Köpfen der unter 35-Jährigen herausreißen müsste. Und vielleicht sind die Rechten und das, was wir gerade an rechten Kulturkampf erleben, auch deshalb so aggressiv, weil ihnen ahnt, dass es womöglich ihr letztes Gefecht ist. Sorgen wir dafür, dass sie es verlieren. Und deswegen sage ich, es liegt nun an uns, dass wir den Rechten nicht hinterherlaufen, dass wir Haltung bewahren und dass wir Mut ausstrahlen zu einem fortschrittlichen linken Aufbruch,
der so vielfältig, so lustvoll, so grenzübergreifend ist, wie die Bewegung, über die Amy Goodman so lustvoll und so hinreißend berichtet. Ja, ich meine, weigern wir uns, um die Gegenwart zu trauern, trauen wir uns die Zukunft zu, gemeinsam in der Debatte, auf der Straße, im Netz und darüber hinaus. Ich wünsche euch einen schönen, anregenden Abend.